Hallihallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ARK. Ja, und es geht jetzt auf einer neuen ARK weiter. Wir haben uns für Scorch Earth entschieden. Und wir werden Midlands 3 Easy starten. Wir hatten ja unsere Charaktere hochgeladen, die wir aus Crystal Island, nee, Island aus The Island übernommen haben, und wir wollen jetzt mal gucken, wie es hier auf Scorch Earth wird. Der Wanderer hat uns angedroht, dass es hart wird, und ja gut, wir lassen uns mal überraschen. Ich übergebe mich dann mal an den Wanderer. Also kotzt mich ja nicht voll, ne? Er übergibt sich schon wieder. Okay, hallo, moin. Ja, also, wie gesagt, The Island haben wir verlassen. Unsere Charaktere nehmen wir mit. Und zwar mit den Einstellungen so, wie sie waren. Wir werden jetzt hier auf Scorched Earth weitermachen. Und zu sagen ist dazu, Scorched Earth ist die erste DLC nach The Island. Die Geschichte geht also mehr oder weniger an dieser Stelle auch weiter. Und deswegen macht es Sinn, Scorched Earth zu verwenden. Für uns. So. Ja. Es wird nicht leicht. Zumindest bin ich im Solo oft gestorben. So weit kann ich das schon mal sagen. Und es ist keine leichte Gegend. Aber wir werden auf Midlands 3 easy landen. Das ist mittendrin. Hier sieht man diesen Fleck. Und ich schlage vor, dass wir das dann mal machen, indem wir Spawn Überlebenden ausführen, und dann kann es losgehen. Okay? Ja. Gut, dann geht's los. Papa ist schon da. Jo, Mama auch. Oh Mann, hier sind Kakteen. Ey, kann ich die kloppen? Ach, da krieg ich ja Stroh. Oh ja, das ist gut. Sandstein ist schon mal gut. Oh, und die Kakteen geben Kaktussaft. Jo, sehr schön. Sandstein. Ja, überall Sandstein. Das ist kein normaler Stein, wie es aussieht. Okay. Ja, ich muss mal kurz orientieren. Ich bin hier mitten zwischen den Büschen gelandet. So, jetzt muss ich mal eben gucken, was ich schon ausrichten. Ach, den Anfangsstein, den müssen wir uns suchen oder sowas, ne? Alles klar. Alles klopfen, wie Standard. Ah, ja. Ach, ich habe immer noch den Kram von dem Übergang da drin. Was ist denn das alles? Das schmeiße ich jetzt hier raus. So, das brauchen wir nicht. Ich bin ja nicht auf beim Zirkus. So. Den Kaktus kann man gut essen. Ist gleichzeitig Nahrung und... Ups, jetzt habe ich den rausgeschmissen. Na gut, muss ich gleich nochmal gucken. Ach, die schmeiße ich alle raus jetzt hier. Bis auf das Material. Ja, das brauche ich nicht. Huch. So, eigentlich... Reifen an den Altar hier. Eigentlich müssten wir uns irgendwie sehen, ne? Wo seid ihr denn? Ich bin an so einem Altar. Ich bin bei... Warte mal. Ja, wie soll ich das sagen? Ich bin genau auf dem Kreuz 60-70. Ach du Kolonel, wieso bin ich denn so weit abgeschlagen? Ich habe das doch extra ausgewählt. Ich bin irgendwo falsch gelandet. Mist. Jetzt muss ich mich Ich bin bei 50-70. Ja, toll. Ihr seid alle am richtigen Ort, nur ich nicht. Ich bin bei 60, 65, 70. Mist. Jetzt muss ich mich mal auf den Weg machen, glaube ich. Mal gucken, dass ich da hinkomme. Genau, die Richtung stimmt. Oh, ein Stück Holz wäre jetzt nicht schlecht. Ja. Oh, oh, da hinten ist auch gleich der erste Feind. Mal gucken, dass ich hier durchkomme. Klopfen wir jetzt mal ein Stück Holz zurecht. Ja. Oh, den habe ich mal umgenietet. Mann, die Bäume halten ja gar nicht aus hier. Konnte ich mit normalen Stein klopfen oder muss ich mir so Holz suchen? Du kannst das? Auch mit den bloßen Fäusten auf dem... Ja, genau. Alles klar. So, was fehlt mir denn? Stein. Gut, die Erfolgs... also die, der Loot ist da nicht so groß. So, Steine habe ich.
Und sie nur einen richtigen Stein suchen. Ja, hier gibt es ganz viel Sand oder so. Was willst du hier? So. Ach, jetzt habe ich nochmal einen Stein gefunden. Na ja, gut. Okay, kann ich schon eine Axt machen? Aber nützt nichts. Wir müssen erstmal Holz haben. Feuersteine brauche ich. Feuerstein. Aber ich kann die Steine nicht klopfen mit der Fäuste. Nee, du brauchst eine Hacke. Erst die Hacke machen. Ich Ja, und habe dafür brauche ich Holz. ja gegen den Baum hauen. Das funktioniert. Ja, ich habe nur keine Bäume hier. Ich habe nur Scheiße. Kakteen hier. Die kannst du essen und trinken, ne? Ja, Also. da habe ich genug von. Das ist Oh. nicht das Problem. Moment. Jo. Aber ich brauche ja einen Baum zum. Keine Bäume. Kriegst du immer noch deine Koordinaten, Manni? 60, 70. Da bist du ja noch genau in meiner Ecke. Du musst in meiner Nähe sein. Dann bleib bei dem Au. Kreuz stehen, ich komme. Oh Mann, was greift mich denn hier an? Ich bin genau bei 60, 70. Mist, Jo. Ameise, ich hau dich, du, ich hau dich tot. Ups, komm, auch da. Siehst So. du so einen gigantischen Langhals? Warte. Genau bei 60, 70. Ziemlich genau bei 60, 70, da ist so eine Ruine, ist da. Jo. Einen langen Hals sehe ich im Moment noch nicht. Müsste mal eben gucken. Warte, ich komme auch dahin. Ich bringe Holz mit. Also ich sehe im Moment keine Bäume hier. Ja, warte. Also ich bin an so einer Ruine. Mist, das ist eine Sackgasse, hier komme ich nicht raus. Ui, und sofort eine Kiste. Explorer-Note. Ja, aufsammeln. Ja, 60, 70 hast du gesagt, ne? Warte mal, dann müsste ich hier. Aber jetzt gar kein Nee, das Holz. ist ja die falsche Richtung. Moment. Warum bin ich nicht an Kann der ich jetzt Richtung? Holz mitnehmen? Ah! Oh Mann! Hau ab, du blödes Vieh! Noch einer, der hier. Die sind doch nicht alleine, warte mal. Also einen Langhals sehe ich jetzt im Moment nicht, Bocky. Okay. Ich glaube, der grüne Obelisk ist ziemlich bei mir in der Nähe. Der Ist das der Grüne? grüne? Jo, Ich dann glaube, komme ja. ich zum Grünen. Also ich bin, wie gesagt, genau auf dem Kreuz von 60, 70. Ja, bitte dort bleiben. Ich habe hier gerade Feinde. Ich muss mich hier gerade etwas zur Wehr setzen. Feinde. Oh Feinde Mann. werden überbewertet. Ist das Holz hier? Oh, Warte ich hab mal, das ist schon. doch ein Oh Baum hier. Mann, da ist ein Panther oder so. Hier ist ja Holz. Hab Holz gefindet. Oh, prima. Das sah nur aus wie eine Kakteen, deswegen dachte ich. Oh, nicht schon Der macht. wieder, ey. Hier sind ja Wir überall müssen ja auch gleich Ameisen. weiter. Haben ja lange nicht mehr angefangen. Warte, warte mal. Ja, ist schon eine Weile her, ne? Beim Grünen sagtest du? Ach, hier fehlt immer noch Feuerstein. Da muss ich erst eine Pike bauen. Ups. Ja, Ja, so du. allmählich komme ich wieder rein. Nee, Ich muss Pickel mal heißt kurz doch gucken, ob ich. das bauen. Oh, da, warte mal, da ist ein Speer, den kann ich doch Also ich schon bin jetzt mal. auch bei 60, 70 auf dem Kreuz. Ja, ich komme da direkt hin. Ihr denkt dran, dass das immer der Mittelpunkt von eurer Markierung ist, ne? Ja, Ja, so ja. ungefähr. Wie gesagt, Axt wollte ich machen. von mir aus kann ich von dieser Ruine, wo die Explorer Note ist, kann ich den. Ich glaube, das ist der grüne Turm. Ja, den sehe ich auch. Da, ja. Also ich bin mit der Mitte vom Kreuz. Ah, ich sehe da die Ruine. Okay, ich habe eine Ruine gefunden. Da schwör. Ah, da sehe ich ja auch. Borstenmaul. Ja, da bist du ja. Wunderbar. So, So, erstmal ich das Wichtigste. muss So, nur Holz erstmal habe ich hier schon gefunden. durch. Habt ihr genug Kaktus? Ich auf jeden Fall. Ja, weil das ist Wasser und Dings, ne? Essen, ja. Das ist So, wichtig in und jetzt diesem erstmal Land. Feuerstein Was kloppen. brauchst du? Was brauchst du? Ich habe jede Menge schon auf Tasche.
Ja, ich habe jetzt auch Feuerstein, danke. Ich habe alles jetzt. Oh, Feuerstein ist gut. Da könnte ich auch was brauchen. Warte mal, Feuerstein. Hatte ich doch eben schon, oder? Oh Mann, hier komme ich nicht runter, oder? Dann springe ich jetzt in den Kaktus. So. Oh. Grüner Turm in Sicht. Grüner Turm in Sicht. Ja, ich latsche hier mal ganz schnell durch die Gegend, Leute. Ich habe keine Ahnung, was hier rumkreucht und fleucht in der Gegend. Ja, ich habe es schon mal im Solo gespielt, das kann ich ja schon mal sagen. Aber sehr weit bin ich nicht gekommen. Ich habe es nur mal testen wollen, einfach um zu sehen, was hier los ist. Also es wird auch für mich noch ein paar Überraschungen geben. Bestimmt sogar. Also ich bin jetzt ziemlich nah beim Obelisken. Wo seid ihr? Ja, wir sind hier an der Explorer-Node. Ja, ich weiß noch nicht, wo die ist. 60, 70. Ach, scheiße, ein Schwein. Ja, mach doch Platz. Lecker. Was denn? Lecker Schinken. Oh, Schinken. Oh. Und weg hier. Ich würde euch gerne finden, erstmal. Oh oh. Ja, kümmert euch mal um das Tier. Ich bin kein Tier. Ich bin nicht. Ich schmecke nicht lecker. Nein, ich schmecke nicht lecker. Ah! Geh weg! Also, ich kann schon mal einen kleinen See sehen. Mit Wasser. Oh Mann, ey, bin ich stark, ey. Boah. So, ich bin am See vorbei im Grün. Direkt unter dem Grün bin ich. So, Wasser ist schon mal gut. Ja, wir tun uns Ruhe an. So. Ah! Au! Ey, lass mich los, du blödes Vieh! Du kannst mich doch nicht beißen! Mann, muss mal gucken, ob ich noch heile bin. hier sind diese Horstels drin. Ich nenne die jetzt die Horstels. Und den Namen habe ich mir gemerkt. Das fand mich echt lecker wahrscheinlich. So, jetzt würde ich gerne wissen, wo ihr seid. Mal sehen. 60 gibt es immer noch. Ja, Moment, ich komme ja nicht zum Gucken. Hä? Ich denke, ihr seid beim grünen Dings. Moment, da nein, wir sehen nur das grüne Dings. Ach so. Na gut, dann muss ich jetzt doch nochmal versuchen, darüber zu kommen. Kann ich noch mal ein bisschen Holz holen. So. Yippie. So gut, dass ich hüpfen kann. Hier sind Blumen. Kann man die mitnehmen? Schöne rote Blümchen. So Leute, und schaltet mal euer Haar ein, damit ihr die Temperaturen seht. Warum? Ich habe auch ich nicht. Kann schon an zu schwitzen, wenn wir das sehen. So, dann muss ich irgendwas töten. Ja, ich bin. Mann, ey. Doch, ich sag's ja nur. Ich sag's ja nur. Ja. Das sind die harten Kerle. Das töten wir? So, warte mal. Chitin gibt das. Öl sollte dabei rausgekommen sein. Öl oder Wasser, ne? War das klar? Nein, wenn er die Ölviecher. Oh, hier ist ein totes Tier. Das kann ich nicht liegen lassen. Hier ist noch ein großes Tier, aber das ist schon sehr, sehr lange tot. So. Hier ist auch Metall, wenn ich das richtig sehe. Das ist sehr, sehr groß. Oh Mann, ist das groß. Ist mal gut, dass es tot ist. Dann mal herstellen. So, jetzt bin ich bei 60. Ach, ich bin 50, 70. Mein Gott, falsche Richtung, war. Muss ich wieder weiter. Hier kann man sich aber auch verlaufen, Leute. Ich brauche einen eingebauten Kompass. So ist die Richtung richtig. Jo, jetzt laufe ich genau auf der Linie 70. Was ist denn das hier? Kann man irgendwas damit anfangen? Warte mal. Ah, die haben Öl. Ah, die Roten haben Öl von diesen fliegenden kleinen Dingern. Nicht nur die Roten, sondern die heißen generell Ölkäfer.
Ja, aber haben die immer Öl? Ja, sonst würden sie ja nicht Ölkäfer heißen. Vollkopf. Das hat mit Her oder Holz. unten auf. So viel Zeit muss sein, ja? Merkt ihr was, Leute? Die beleidigen mich schon wieder. Ja klar, Das weil gibt ja. beleidigen wir dich mal nicht. Oh, genau. Und außerdem, beleidigen tun wir nicht. Wir tun dich höchstens aufziehen oder ärgern. Weil Genau. Beleidigung wäre was Ja, aber anderes. wenn Weil zwei wir haben mich. ja ganz doll lieb. Ganz doll lieb. Habt ihr gehört? Die haben mich ganz viel doll lieb. Weil du bist auch die einzige Frau hier im Moment. Ja. Wollen wir mal eben den Dicken da so lange killen, dass wir ein bisschen an Leder kommen? Was für ein Dick meinst du, den Brontosaurus hier oder was ist das? Das heißt, ihr müsst in der Nähe sein, ne? Irgendwo müsst ihr sein. Nein, Giganto, Bullemann, Schlubbibatz. Ja, genau. Hier läuft einer von meiner Nase rum. Oh, da hinten. Was ist das? Oh, ein Weihfarn. Hey, bleib stehen, ich will dich knüppeln. Der fliegt aber, Leute. Ich guck gerade, wo ihr sein könnt. Ich sehe euch nicht im Griff. Könnt ihr nicht mal irgendwie Schaden Also bei machen? dem Giganto war, da bist du schon mal richtig. Ja, nur welche Seite? Weil ihr seid doch recht. Warte mal, ich bin. Richtung Schwanz. Wenn du den Schwanz ziehst, musst du in Richtung Schwanz laufen. Also der Schwanz, na gut. Der wedelt hier vor Wie er jetzt meiner. im Moment ist. Ja, okay. Ich versuche das mal. Ich versuche doch mal hinzukommen. Was ist das? So, ich stehe jetzt bei dem. Jetzt hat er sich gedreht, ey. So, ich hole mal ein paar. Wir brauchen Kaktus. Brauchen was oder so. Kaktus. Was ist das? Auch ein Kaktus? Ja, sieht nach Kaktus aus. So, dann haben wir zumindest schon mal Essen trinken. Manni, Ja. wenn du bei der Ruine bist und Richtung rotes Licht guckst, also Richtung roten Obelisken. Ah, du stehst ja bei mir, das ist sehr schön. Kannst du was in dem Vieh hier reintun zum an Was Futter? hättest du da gerne? Samen? Ich gehe mal davon aus, irgendwelche Früchte. Muss mal gucken, was Kann da. mir nicht mal jemand verraten, wo ihr seid? Nein. 60, 70. Nein, nicht 60, 70. Das kann gar nicht sein, weil ich bin bei 60, 70. Also bewegt euren Hast du die Hintern. Ruine schon gefunden bei 60, 70? Nein, ich bin bei dem Bronto-Dingsbums hier. Ja, etwas weiter noch. Etwas Wanderer, weiter. bleib du bei dem Bronto. Manni, kannst du zum Bronto gehen? Ja, sobald ich. Warte, wir wollten ein bisschen Leder für unterwegs noch klauen. Ja. So. Der Papa braucht immer Leder. Wofür? Im Moment sehe ich hier nichts Gefährliches, kannst also dein Tier zähmen. Ja, ich hänge auch hier drin. Also ich kann mich nicht bewegen und nichts. Ja, dann passe ich lieber ein bisschen auf. Ja, Warte dann mal, ich bleibt gucke. ihr Wenn er da. platt ist, ist er platt, egal. Nein, sagt mal bitte 60, 70 oder wo. Ja, 60, 70 sind wir. Ich sehe jetzt den Pronto. Komm zum Pronto, zu Da den muss dann Riesenvieh. noch einer sein, weil ich stehe nämlich direkt davor. Hast du die Ruine gefunden? Ich habe keine Ruine, hier sind überall Ruinen. Nein, Ja, nein. 60, Manni, geh 70 zum ist mal. Bronto hin und hol ihn. Ah, Moment, da ist, ich sehe gerade einen Raptor. Moment, Ja, ich bleibt komme. ihr da? Ich versuche es auf Ich 60, mache mal 70. Schaden jetzt hier. Oh mein Hast du Schu. den Schaden gesehen? Nein. Also hier meine ich diesen Stachelrücken, diesen Riesenvieh, wo du 2 Stunden für brauchst, um den zu killen. Hier ist vielleicht noch ein zweiter. Warte mal. Ich habe nämlich einen. Ich komme zu dir, Spocky. Jo. 60. So, ich bin auf der 70. Ah, Moment, ich glaube, der Keuli hat den Raptor platt gemacht. Das ist Ach, gut. siehst du, das habe ich ganz vergessen. Ich hätte doch mal einen Vogel holen können. Ja, kannst du. Achso, ja, doch, hättest du ja. Weil du warst ja bei der. Warte mal, dann gehe ich zurück und hol eins der Tiere raus. Ich brauche ein bisschen Fleisch, gepäertes Zeug. Dann gehe ich da jetzt noch mal hin. Das muss doch möglich sein. Da komme ich geflogen. Okay, oh. Yeah, wir haben ja Vögel mitgenommen. Ein Argentavis zum Beispiel. Ich musste halt wieder zum grünen Was Obelisken. willst du denn da?
Mein Ding ist kaputt, deswegen. Ups, ups, ups. Moin, Dollar. Ja, die Welt ist hier etwas trösch, auf Deutsch gesagt. So, jetzt habe ich wieder Leder. Ich habe oben links, seht ihr aber immer. Warte mal, hier ist so ein blauer. Jetzt will ich mal sehen. Hier war ein blauer eben, ne? Ne, die roten sind Öl. Oh, oh, Schweine. Gleich zwei Stück. Diese Schweine. Ich verdufte lieber. Gehe nochmal zu dem Dings zurück. Ich hoffe, ich kann da in Ruhe das Tier rausholen. Und daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Oh, weil mich gleich so ein Horst angegriffen hat. Yippie! Plutsch. Ups. Komm. So. Oh, da kann ich gar nicht. Doch jetzt. Ich wollte gerade sagen, das geht nicht. So, Kreaturen. Ich werde mal Jutti nehmen. Oder. Ach, ich habe ja Jutta gar nicht hier drin. Naja, ist egal. Takara. Ich werde mir mal meine Takara da runterladen. Ich kann die gar nicht aktivieren. Warum kann ich die noch nicht aktivieren? Doch, müssen. Hochladen nicht. Nein, nicht hochladen. Warum geht denn das nicht? Ach, da muss ich das machen. Okay. Ah, da bist du ja. Ah, cool. Hast sogar ein Häuschen gemacht. Okay. So, jetzt habe ich natürlich kein Sattel. So ein Mist. Irgendwas ist doch hier immer rumgeflogen. Und so. Entschuldigt mal, Leute. Ich muss mal ganz kurz. Du bist schon wieder so ein Horst hier. Du bist jetzt so ein Horst. Ja, der Horst. Das Tier hatte doch der Spock auf The Island. Hat der Horst genannt. Wie heißt das Tier? Was ist das für einer? Das sieht fast aus wie so ein Krokodil, ist aber kein Krokodil. Hat so längere Beine, weißt du? Alligator. Springt dich aber an, wenn aus dem Wasser heraus und knabbert an dir rum. Weiß jemand, wie... Kannst du einen Sattel bauen dafür? Octavius Sattel. Ach, ich brauche Chitin. Ah, da habe ich nur 70, 80. Fasern müsste ich noch holen. Aber du kannst mir ja schon mal folgen. Das müsste doch gehen. Ja, der ist gut gelevelt, der Vogel. Also den haben wir richtig. Pass mal auf, du kannst alles schon mal übernehmen. So, bitte alles rüberholen. Dann werde ich mal. Chitin habe ich hier drin. Und da, das brauche ich. Achso, das ist eine zweite. So, was brauchte ich jetzt für den Sattel? Etwas Chitin. Dann Fasern und Leder. Leder habe ich schon. Fasern. Keine Fasern? Warte mal, waren Bäume, ne? Mit Hacke. Da drüben ist einer. Ups. Oh, das war kein Körper. Jo, ah, du kommst hinterher. Ja, das ist wunderbar. Komm mit. Komm, wir müssen ganz schnell hier mal ein bisschen Fasern holen. Das ist Stroh und Holz. Ach so, nee, das waren die Büsche, ne? Wanderer, bist du noch bei dem Obelisken? Ja, bin ich. Da flattert ein Argentavis über mir rum. Das wird doch egal. Mir geht's nur darum, wo ich dich jetzt finde. Also, ich geh mal da mal zu dem Obelisken hin. Ich gehe zum Obelisken. Weil das ist mein Agi. Takara heißt sie. Takara. So, mach mal die Hacke weg, oder kannst du mich auch sammeln? So.
So, wie viel haben wir? Ja, Fasern könnten schon reichen. Was brauche ich? Was wird der Holz? Ja. Agentavis, was brauche ich denn? Ich brauche noch Chitin. Wer hat denn hier Chitin von den Viechern? Die Ölkäfer. Die haben Chitin? Ah, dann habe ich das wahrscheinlich auch daher. Komm, wir hauen ab hier. Hier läuft nämlich so ein Viech auf so ein Dings rum. Wir müssen mal gucken, dass wir hier hochkommen. Ein paar Ölkäfer finden. Komm ich da hoch? Ey, klapper nicht an mir rum. Ich hab dir das nicht erlaubt. Tschüss. Böser. Knabbern echt schon mir rum. Ja, ich mach ja schon Sattel. Ich, oh, komm her, ich glaub, du. Ich hol mir sofort zu Weibern. Mal eben einen platt machen. So schnell geht das nicht, mein Lieber. Das funktioniert nicht so ganz einfach diesmal. Der kriegt jetzt auf die Omme, bis er lacht und dann, weil er lacht. Ich glaube, den können wir hier gar nicht so schnell zähmen. Das weiß ich gar nicht. Also probiert habe ich sie nicht. Kannst du nicht tamen, da musst du ja die Eier für haben. Ja, genau. Ich weiß zwar, wo sie sind, aber da ranzukommen dürfte mehr als schwierig werden. Das ist nicht so leicht. Hey, was bist du denn für eine? Bist du friedlich? Bist du friedlich? Ich will nur gucken, was für eine du bist. Morellatops. Ich wollte noch Chitin haben, ne? Moment. Nicht. Ach, warte mal. Komm mal runter, du. Vogel. Vogel? Komm mal runter. Zeig mal dein Inventar. Hast du denn noch was? Chitin oder Keratin? Nee, leider nicht. Gut, bis jetzt ist alles gut verlaufen. Oh, was bist du da? Ja, das kann ja nur nicht stimmen in der heißen Sonne. Du musst doch schwitzen wie Sau, Mensch. Ich muss mal eben ein Schaf von ihrem Elend befreien. Wo sind denn diese... Da ist einer. Wenn man sie sucht... Ui, hier sammelt einer Schweine. Wer sammelt Schweine? Sammelt ihr Schweine? Ich finde diese Käfer jetzt nicht, wo ich sie brauche. Da hinten ist auf jeden Fall ein Weifern. Und ich kann auch nicht auf meinen Vogel rauf. Das ist das Blöde. Ey, du blödes Schwein, lass meinen Reittier Ruhe. Komm, wir gehen weiter weg von ihm. Ich hab gleich einen Vogel, ich brauch das Reittier. Oh, warte mal, warte mal. Hey. So. Nicht mit mir anlegen, du. Oh, ich hab mal ein Steinbeil, du. Komm her, der Keramik. Ein ganzes Steinbeil? Ja, ein ganzes. Gucken, wie lange das so hält. Och, schon wieder. Jo, hau sie runter, ich hol sie. Ah, Chitin. 40 Chitin. Komm, haben wir noch eine? Noch eine? Ah, hier, komm her. Doch, dann haben wir nämlich genug Chitin für den Sattel. Prima. Das sieht gut aus. 160 Chitin. Dann können wir den Sattel, glaube ich, machen. Jawohl. Jetzt haben wir den Sattel. Schumdi-dumdi-dumdi. Komm runter, komm. Schön landen. Komm. So, ich hoffe mir jetzt auch einen runter. Schwein. Schweineigel. So. Warte mal, da ist der Sattel, so. Yippie, ich kann fliegen! Ha, da kommt der Kampfadler. So, jetzt kann ich euch auch besser suchen. Hallo, Samus. Hast du ihn schon? Ja. Ja, cool. Da ist ein Klauer. So, da hast du wohl nicht mit gerechnet, was? So, und diese kleinen, diese, hier gibt es Seide übrigens, ganz viel Seide. Nicht ohne Grund, wie ihr bald feststellen werdet. So, dann holen wir uns immer. So,
Wenn man nämlich... Spocky, brauchst du Hilfe? Ich gehe mal davon aus, nein, ne? Ich bin beim Grünen immer noch. Wo seid ihr jetzt? Ich bin genau am Grünen. Da müsste ich dich eigentlich sehen. Kannst du den großen Argentavis unter dem Grün sehen? Das liegt erstmal mein Vieh. Ach, da unten bist du. Ja, cool. Ich hab gesagt, ich bin direkt am Grünen. Jo. Kuckuck, hallöle. Mann, die haben ja schon Lederklamotten. Müsste ich eigentlich auch mal machen, ne? So, herstellen Leder. Ja. Oh, das passt da. Und ich mach mir gleich mal ein Bett. Oh, da fehlt. Ich suche noch einen Weg zum Grünen. Ein was? Ich würde sagen, ein Weg. Ich würde sagen, wir bauen auch irgendwo in der Ecke vom Obelisken da auch unsere Tür. Genau, wir waren eine schöne Gasse war hier. Die ging richtig schön hin. Warte mal, ich guck mal, wo du bist. Ich komm mitgucken. Achso, ich könnte mal die Dings anziehen, aber ich habe noch keine Hose. Was fehlt denn? Ich bin jetzt bei 62. Die Hose war. Ach, die Fasern fehlen mir noch. 78 circa. Oh, warte mal. Das könnte von mir sein, oder? Da ist da Fasern drin. Der Obelisk geht ja auf den Berg, ne? Nö, ja, ziemlich flach eigentlich. Ja, aber wenn du mal die Karte aufmachst, meine ich jetzt, ist das ja ein Berg. Ja. Also da. Ich bin jetzt im. Wo bist du? Südlichen. Südwestlichen Teil. Also südwestlich. Ich fliege jetzt mal auf das Kreuz 6080 zu. Ich komm mitfliegen. Moment. Ihr braucht nur den Berg zu umkreisen, also den Fuß des Berges zu umkreisen. So, da müsstet ihr irgendwann auf mich drauf. Da ist ein Strahl. Ein grüner, glaube ich. Wo sagtest du 60? Spock? Moment, ich muss gerade die Karte wieder aufmachen. 61, 80. Ja, 82, 83. Ja gut, dann stimmt die Richtung. Okay. Hier ist ein wie heißen die Dinger nochmal, die runterkommen? Lootkiste. Eine Lootkiste. Gleich mal aufmachen. Jo, da sind schon mal ein paar Sachen drin. So, prima. Nehmen wir alles mit. Hier gibt es auch Metall. Sehr gut. Bist du etwa oben auf dem Berg oder wo? Ich glaube, ich habe jetzt einen Aufgang zum Berg gefunden. Tja. Da ist ein ich sehe links von mir jetzt ein großes Gerippe. Warte mal, ich habe gerade ein großes Gerippe gesehen. Was krabbelt doch hier rum? Ach, du bist das Morella-Tops. Bist du in Richtung Wüste, auf der Wüstenseite? Gehe ich mal von aus, weil ich sehe... Also wo ich jetzt bin, ist jetzt wieder eine Explorer-Not. Und ich bin jetzt genau bei... Also hier liegen mehrere Gerippe. Ich bin jetzt in der Mitte von diesen ersten Kringel, Umkringelung. Was ist denn da? Ja, ich kann das schlecht schätzen. Ungefähr bei 55, ja, 78 ungefähr. Aber da finde ich auch wieder. Also wie gesagt, ich mache mich auf den Weg irgendwie zum grünen Obelisken. Ja, ja, ist gut. Ich habe zwei Kanus vor mir. Ja, die sind vielleicht als Reiterei schlecht, ne? Aber ich habe ja noch... Die sind gleich tot. Ich habe ja noch mein Yuji. Den könnte ich eigentlich auch nochmal rausholen. Aber erstmal brauchen wir eine Basis, um sowas machen zu können. Wo sind ich würde sagen, wir bauen irgendwie da bei der beim grünen Obelisken. Da können wir auch dann immer zu den Dingern das spawnen. Zu den Bossen. Stimmt, ja genau. Das können wir machen. Da, wobei wir hier, wenn euch das mal aufgefallen ist, eigentlich fast jeden Obelisken sehen können, ne? Wenn man beim grünen ist.
So, erster Kano tot. Will der zweite auch was auf die Fresse haben? Wahrscheinlich ja. Ja, und vorsichtiger Tiger oder was? Nee, Panther. Ja, keine Ahnung. Hier ist eine dicke Rippe. Müsste es dann ja eigentlich in der Nähe sein, ne? Gucken, ob ich dich irgendwo sehe, weil ich schwebe auf den Grünen zu. Ja, du musst wahrscheinlich ziemlich tief liegen. Ich bin über den Steinen und so knapp an den Bäumen. Und jetzt bin ich bei dem Grünen. Ja, wir könnten. Also die Spitze von meinem Pfeil ist Mitte 55, 75. Ja. Weg die Spitze von meinem. 55, 75? Ja, das kommt hin. Da müsste es sogar hinter mir noch sein. Moment. Einmal umdrehen. Ich sehe noch nichts. Markierung ist da nicht zu sehen. Da ist wieder ein Horst. Ja, die Frage ist, wo bauen wir unser erstes Zuhause? Und ich sehe hier keine Steine, ihr Lieben. Wir werden wohl aus Lehm bauen müssen. Und was machen die Menschen in der Wüste? Sie bauen sich Lehmhäuser. Raptorenrudel, nett. Kommt her, ich will das töten. Oh, der Döppel hat. Der ist ja heute wieder im Mordlüstern hier. Ja klar, ich muss auch mein Vieh hier leveln. Wir müssen ja nichts Großes bauen. Wir brauchen ja nur erstmal eine Grundbasis, ne? Was wäre denn, wenn wir das an dem Berg machen? Warte mal, oder am Wasser, aber am Wasser, da bin ich mir nicht so sicher. Hier, wo das Gerippe ist, vielleicht. Ja, hier oben ist so eine schöne Stelle. Da haben wir so ein bisschen Überblick und Aussicht. Das ist doch cool. Achso, ich bin oberhalb vom Oberlisken. Ah, okay. Deswegen hatte ich gesagt, du brauchst dich hier auf dem Berg. Und tschüss, flieg und sieg. Bist du abgestürzt? Oder nö. Mal? Ich habe gerade einen Wolfenberg runtergeschubst. Achso, er schubst mal eben alles den Berg runter. Ja, die kommen ja unten heiler an, das ist ja das. Der nicht, der war schon tot, als er abgehoben hat. Aha. Das ist eigentlich eine gute Basis, glaube ich, hier. Das könnt, hier oben könnte man was hinbauen. Gut, das wird ein bisschen etagig, aber das ist nicht schlimm. Das kriege ich hin. Was ist da hinten? Nee, der baut was sich. Gebe ich hier denn? Ja, Leute, bei mir sind jetzt gerade 48 Grad. Wollte ich nur mal gesagt haben, ne? Ach so, ich könnte ja noch ein bisschen von meinem Kaktus naschen. Ich brauche guten Tag. Was meinst du? Hier ist die Gurkentruppe. Ey, die Gurkentruppe produziert oh. Wasser, ja? Ja. Yippie. Ich bin auch dabei. Ah, die produzieren Wasser? Oh, ja, die aus ihm trinken. Ja, die Morella-Tops, ne? Jo. Hast du schon Sattel? Ja, klar. Ich bin noch hier am Reiten. Ah. Ich hab nicht mal eine Hose. So ein Mist. Ja, mir fehlt immer noch was. Ich weiß gar nicht was. Warte mal. Der Rest habe ich eigentlich schon. Könnte ich auch mal die Stiefel wenigstens anwenden. Dann ist das nicht so kalt an den Füßen. Ja, genau. Die Stiefel, die brauchst du nicht ausziehen. Die kannst du ruhig anlassen. So. Was willst du denn von mir? Was brauche ich denn jetzt noch? Ich brauche immer noch Fasern. Ich muss absteigen. Ich habe keine Lust, darunter zu gehen. Yippie. Pass schön auf mich auf. So. Schön auf mich auf. Ich brauche Fasern. So, mal gucken. So, immer mal so ein paar Fasern. Okay. Okay.
Okay. Gut. Ist so eine sehr liebreizende Gegend. Ist doch schön hier. Geil, der tankt automatisch Wasser. Aha. Der säuft hier sogar. Kannst du deine Flasche an dem auch auffüllen? Ja, das ist eine gute Frage. Jedenfalls säuft er hier den Pool leer. Ja, so gut. Ist der Wasserstand schon gefallen? Ein bisschen, ja. So, und vollgetankt. Ey, geniales Vieh. Moment, Lederhose brauche ich. Und eine Cappy wäre auch nicht schlecht. So. Lederhose. Und das Cappy. So. Leder würde ich nicht anziehen. Ich weiß, aber im Moment ist das erstmal besser als gar nichts. Besser als gar nichts ist Stoff. Ja. Das sage ich nämlich. Ja, okay, das kann man ja immer noch wechseln. Mir schwebt was anderes vor. Es gibt nämlich eine Kleidung im Spiel, die genau für eine solche Gegend geeignet ist. Ja, so. Die Gilly-Rüstung. Nein, die Wüstenrüstung. Ja, die geht auch. So, ich finde hier nur keine von diesen fliegenden Insekten. Kannst du Tavis bauen, ne? Ja. Ein Agentor, das ist Gott. Ich hätte auch Morelli. Oh, Morelli ist auch ein schöner Name. Jedenfalls für einen Morella-Jobs. Warte mal, hier ist noch Leder, das hier rumläuft. Oh Mann, hier habe ich aber echt. Oh, wo ist der andere? Komm her, du bist auch dran. So, viel Leder haben wir jetzt. So. Was ist denn da oben auf dem Block? Wo ist der Strauch? Nö, okay. Oh oh, es wird warm, Leute. Mir nicht. 48 Grad habe ich hier oben. Ja, mal gucken. Geht das wieder runter? Jo, aber schlacher hatte ich. Also oben ist nicht so gut. Oh, warte mal, da fliegt doch das, was ich suche. Yippie, wir haben dich. So, jetzt müssen wir einen Moment Geduld haben. Also wir greifen hier noch direkt am Obelisken rum, ne? Ja, ja. Okay. Ja, also ich bin auf jeden Fall hier. Ich suche schon mal einen Bauplatz, aber das dürftet ihr wahrscheinlich von aus der Luft besser erkennen können, oder? Der muss ja nicht flach sein, wir müssen ja nicht groß bauen. Ich habe überlegt, ob wir sollten nicht zu hoch gehen, Manni. Wir müssen groß bauen, denk an die Ausrüstung. Wenn ich dir allein schon mal an den... Ja, dann sind wir aber hier, dann sind wir aber hier falsch. Also das ist Wüstengegend und hier wird es heiß. Und ich meine wirklich heiß. Wir können hier nicht bleiben. Ja, dann müssen wir in ein gemäßigtes Gebiet. Ja, wir können ja... Hier kannst du runter. Hast du dir schon einen Vogel runtergeholt, Spocky? Ach ja, ich wollte noch mal, warte mal. Ich habe mein Reittier, das reicht mir erstmal. Ich will ja auch die Karte sehen. Na gut, dann folgen wir dir einfach mal und wir gucken mal, wo wir im Bauland finden. Ist da eigentlich die zweite Explorer Notes gefunden? Weißt du das noch? Ja, ich würde auch gerne wissen, wo er die hat. Ich habe mittlerweile schon eine dritte gefunden. Da war eine Ruine und einmal stand die mitten in der Gegend. Wollen wir mal Richtung den anderen Obelisken einfach mal so rüber? Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rüber, aber wir sagen unserem Publikum mal Tschüss, ne? So, ihr Lieben, ihr habt gesehen, wir sind auf Scotch Earth angekommen und wir sind schon mittendrin. Und wir sagen erstmal Tschüss, macht's gut, habt viel Spaß mit allem, was ihr tut, vor allem, wenn ihr Gutes tut. Gut, wer Däumchen nach oben, Abo, Glöckchen, liebe nette Kommentare, konstruktive, sachliche Kritik, dafür haben wir euch ganz lieb. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Denkt an Däumchen, Abo, Glöckchen, liebe nette Kommentare, konstruktive Kritik. Tschüss. Bye, bye. Tschüss.